Hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Serie Mathe Kursstufe. Und letztes Mal haben wir den Wendepunkt von dieser schönen Kurve hier berechnet. Der war an der Stelle minus 2 Drittel, also Stelle bedeutet immer, ich gebe den x-Wert an. Also der war an der Stelle minus 2 Drittel. Wenn ihr nicht wisst, was ein Wendepunkt ist, schaut euch gerade nochmal das Video an, das wäre sehr wichtig. Und dieses Mal werden wir die Wendetangente berechnen. Das ist nichts anderes wie die Tangente im Wendepunkt. Ja, gut. Hört sich erstmal schwieriger an, als es ist, würde ich mal so sagen. Bei einer Tangente brauchen wir immer eine Stelle, wo die Tangente liegen soll und die Funktion. Und dann können wir schon die Tangente erstellen. Also hier habe ich schon mal die Ableitung hingeschrieben, das solltet ihr inzwischen können. Wenn nicht, schaut euch die anderen Videos an. Und die Tangente ist eine Gerade, die am Wendepunkt liegt und daher auch dessen Steigung hat. Also wir übernehmen praktisch die Steigung an der Stelle des Wendepunktes und legen da eine Tangente an. Die allgemeine Tangentengleichung, die schreibe ich jetzt mal hier oben hin. Y ist gleich mx plus c. So, ja, das ist erstmal die einfachste Art, so eine Tangente auszurechnen. Ja, gut. Jetzt brauchen wir natürlich die Steigung. Was ist die Steigung hier? M. M habe ich sie, glaube ich, auch im allerersten Video genannt. Genau. So. Die Steigung M ist nichts anderes. Also das solltet ihr auch wissen, eigentlich inzwischen. Wie unsere Ableitung. Minus 2 Drittel. So. Jetzt setze ich einfach mal minus 2 Drittel hier in meine Ableitungsfunktion rein. Bedenkt, ich habe für den Wendepunkt nicht die erste Ableitung, sondern die zweite 0 gesetzt. Deswegen kommt da nicht 0 raus, wie jetzt manche vermutlich denken könnten. Allerdings brauche ich hier dann doch mal... ein bisschen Ordnung. Nein, das kommt da nicht. Minus 2 Drittel. So. Ist gleich 3 mal. Minus 2 Drittel zum Quadrat. Minus mal Minus gibt Plus. 2 Quadrat sind... Achso, ich brauche was hoch. Sind 4. 3 Quadrat sind 9. Plus 4 mal... Wie, jetzt bin ich schon wieder rausgerutscht, oder was? Plus 4 mal... Minus 2 Drittel. So. Kann man jetzt natürlich noch vereinfachen. 3 mal 4 Neuntel. Da kürzt sich die 3 und die 9. Steht dann noch 4 Drittel. Plus mal Minus gibt Minus. Steht hier noch ein Minus. Hier steht kein Vorzeichen mehr. 4 mal 2 Drittel sind 8 Drittel. So, 4 minus 8. Das schreibe ich jetzt dann doch in eine neue Zeile. Und ich brauche 4 minus 8 sind minus 4 Drittel. So, das soll jetzt unsere Steigung in unserem Wendepunkt sein. Kommt ungefähr hin, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ist sie negativ, das ist schon mal ein Anfang. So, jetzt habe ich M. Jetzt brauche ich aber noch C, dass ich eine hier voll funktionsfähige Gleichung habe. Wie kriege ich C raus? Das ist ja ganz komisch, ne? Ich lösche das hier mal alles zur Übersicht. M ist gleich. So, wie kriege ich jetzt C? Ich kriege C, indem ich einfach erstmal Y ausrechne an der Stelle minus 2 Drittel. Die haben wir ja gegeben. Hier, das ist ja die hier. Ich kann ja den y-Wert ausrechnen, weil die Wendetangente muss ja auf jeden Fall durch die Funktion durchlaufen. Weil sie ja genau an dem Punkt anliegt. Deswegen
vergleichen wollen. F von minus 2, achso, ja. F von minus 2 Drittel sind minus 2 hoch 3 sind 8, 3 hoch 3 sind 27. Oh je. Plus 2 mal. Und ich bin schon wieder rausgerutscht aus meiner Gleichung. Plus 2 mal x Quadrat. Also minus 2 Drittel zum Quadrat. Minus mal minus gibt plus. Hier vorne natürlich nicht, weil wir hier 3 mal minus haben. Minus mal minus gibt plus, aber plus mal minus gibt dann wieder minus. Deswegen bleibt hier das Minus stehen. 2 mal hoch 4 Neuntel. Gar keine schöne Zahl. Gar keine schöne Zahl, muss ich sagen. Aber nun gut. ja, gibt dann halt irgendeine Zahl. Die rechne ich mal kurz am Computer aus. Ihr seht hier, ich habe auch Rechner, so ganz klein. Nein, ich muss 8 durch 27 plus, ich glaube nicht mal, dass der Punkt vor Strich kommt, 2 mal 4 durch 9 sind 0,59, sagen wir 0,59 ungefähr. Ich hoffe jetzt, dass das stimmt und dass der mich nicht hier veräppelt hat. Aber immerhin haben wir unseren y-Wert. Yay, jedenfalls einen davon. Das heißt, für x ist gleich minus 2 Drittel, haben wir unseren y-Wert 0,59. So, jetzt können wir das alles in eine Gleichung packen. Und sagen wir, 0,59 ist gleich, also wir nehmen die Gleichung von da oben. Y ist das hier, jedenfalls in dem einen Wert, minus 2 Drittel mal x, also das war jetzt gerade x, und hier brauchen wir noch m, sollte ich vielleicht vorne dran schreiben, dass ihr nicht durcheinander kommt. M ist minus 4 Drittel, also minus 4 Drittel mal, mal x ist minus 2 Drittel, das heißt, wir haben hier das hier. Plus c. Und ihr seht, wir haben jetzt nur noch eine Variable, das heißt, wir können das hier ausrechnen. Auch wenn es nicht gar so schön ist. So, 0,59 bleibt erstmal stehen. Minus mal minus gibt plus. 4 mal 2 gibt 8 durch 9, also 8 Neuntel plus c. Und dann ist c 0,59 minus 8 Neuntel. Was hatte ich jetzt hier gerade? Minus 0,296. Das ist C ungefähr minus 0,296. So, und... Oh, verdammt. Ich glaube, ihr habt gar nicht alles gesehen, was ich gemacht habe. Und dann haben wir hier eben alles zusammen. M. Und unser kompliziert rausgekriegtes C. Das können wir dann alles in unsere Gleichung einsetzen. Y ist gleich, ihr erinnert euch, mx plus c. Die solltet ihr definitiv auswendig lernen. Auch das Verfahren solltet ihr verinnerlichen, auch wenn es nicht so schöne Zahlen waren diesmal. Also y ist gleich, wir setzen für m ein. Und ich nehme sogar mal wieder eine Funktion, dass es hübsch aussieht. Y. Schmeiß mich schon wieder raus. Ihr seht, warum ich die nicht so gerne nehme. Y ist gleich m minus 4 Drittel
x bleibt immer stehen in der Gleichung, ihr erinnert euch, x und y oder f von x ist ja y, bleibt immer schön brav stehen, plus, beziehungsweise da unser c negativ ist, minus 0,296. So, und das ist jetzt unsere Tangente, also sprich eine Gerade. Das hier ist eine Gerade, weil wir hier weder ein Quadrat noch 3 noch sonst was haben. Also unsere Gerade durch den Punkt minus 2 Drittel an dieser Funktion dran. Ich gebe das mal kurz hier ein. Ich kann leider nur eine Gleichung angeben, deswegen wird die jetzt gleich verschwinden. Minus 4 durch 3x minus 0,296. Ja, es verzieht mir natürlich mein ganzes Fenster, aber ihr seht, das ist nur eine Gerade. Und es wird die Tangente sein. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Wäre natürlich doof, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Und ihr habt ja euren schönen GTR, da könnt ihr dann mal ein bisschen was Besseres damit machen, als ich hier mit den PC-Utensilien. Ja gut, das nächste Mal machen wir, weiß ich noch gar nicht, was machen wir denn da? Wahrscheinlich Ortskurven. Und ja, ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.